Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger? Das Halloween-Event hat angefangen. Yay, endlich. Wir hatten die letzten paar Tage echt nichts mehr zu tun. Mussten die Zeit totschlagen, bis endlich das Event anfängt. Denn das geht ab. Das ist richtig krass. Ich freue mich echt richtig krass drauf. Und hier im Video erfahrt ihr alles über das Event. Zuerst fangen wir an mit... ihr seht es bereits. Neue Kleidung. Ich laufe mit dem Kostüm hier rum. Wir können uns mal kurz die Sachen anschauen. Die sind gar nicht so schlecht. Ich habe eine Mütze auf, aber sieht man nicht durch die Kapuze. Weil ich mir direkt die hier gegönnt. Es gibt dann noch hier zwei Mützen, gibt's, die sind neu. Dann natürlich mein Oberteil. Das hier. Schon nicht schlecht. Und es gibt, glaube ich, auch noch neue Rucksäcke. Da habe ich gerade nicht genug Gold. Müsste ich neu aufladen. Übrigens, viele, die mich fragen, hey, wie viel Geld hast du schon in das Spiel investiert? Check mal das Video vor ein paar Wochen ab. Da habe ich das nämlich erwähnt. Da habe ich nämlich eine gewisse Grenze überschritten. Und seitdem aber nicht mehr reingecashed. Wobei, das war auch noch nicht so lange her. Aber rein theoretisch müsste ich jetzt demnächst mal wieder reincashen. Und ob sich das lohnt, sehen wir gleich. Denn da schauen wir uns die neuen Boxen an. Ich muss sagen, der Zubat-Rucksack ist echt geil. Naja, wenn ich wieder aufgeladen habe. Und hier die Schuhe, die gehören aber nicht dazu. Aber irgendwie habe ich die noch gar nicht gekauft. Ich weiß gar nicht, von wann die kamen. Wahrscheinlich nicht Halloween. Muss ich mir aber noch gönnen. Also, Shop, Boxen. Ich habe eine Umfrage gemacht. Kommt nicht so gut an. Auch gestern im Livestream. Wir haben natürlich alle geduldig auf die Box gewartet. Sehr eifrig. Und dann kamen sie. Sogar direkt zu Eventstart. Normalerweise dauert es immer ein bisschen länger. Irgendwann im Verlauf des Abends, in der Nacht, kommen die dann erst. Aber die kamen direkt zum Start und... Ja, es kam schon das Geflame, das Gehate im Chat. Oh, der Hong, die Boxen sind echt schlecht. Was sind das für Boxen? Neue Boxen, richtiger Müll, richtig leiden. Und dann habe ich es mir angeschaut. Und ja, ich weiß auch nicht genau, was ich sagen soll. Ich meine, ich habe es ja schon gesagt. Auch da, check nochmal ein altes Video von mir ab. Von letzter Woche oder so. Wird es nie wieder gute Boxen geben. Und darin habe ich gesagt, dass es eigentlich nie wieder gute Boxen geben wird. Viele von euch hatten gehofft, dass eine bessere Box kommt. Aber es ist leider keine bessere Box gekommen. 16 Pässe sind an sich gar nicht schlecht. Also eine Box ist immer besser als alles einzeln zu kaufen. Aber ihr seht, 10 Top-Beleber und 20 Salana-Bären. Das ist für die meisten Spieler null wert. Null. Nennt ihr, hört ihr. Null. Weil man kriegt es einfach aus den Stops. Und meistens schmeißen Beleber eigentlich immer weg. Sanana-Bären schmeißt man halt auf die Pokémon. Ja, jetzt ist ganz geil mit Doppelbonbon, dann kriegt man halt vierfach, aber... Und für die Quest später schauen wir uns auch gleich noch an, aber... Im Grunde genommen ist das halt null wert. Sprich, du kriegst für 1000... Sagen wir, runden wir es auch auf 1500. Du kriegst halt ein Pass extra und vier Super-Inkubatoren. Und das... Ich meine, ist immer noch plus, ist immer noch okay. Aber im Vergleich zur Vergangenheit, was man dafür alles extra bekommen hat, ist das natürlich... Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Eine der schwächsten Boxen. Aber ihr könnt gerne unten in die Tage eure Meinung zu der Box abgeben. Wie findet ihr die Box? Jetzt seid ihr natürlich ein bisschen voreingenommen von meiner Meinung, aber die ist nicht gut. Aber das Problem ist, man muss sie kaufen. Wenn man keine Pässe mehr hat, wenn man Darker raiden will oder die Shinies jetzt von den Startern mit Kostüm, dann muss man eine Box kaufen. Weil einzeln ist immer noch schlechter als die Box. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr mich hier um den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Dann schauen wir uns mal die Spezialquests an. Blende ich hier nebenbei ein. Es sind an sich zwei Aufgaben nur, also zwei Teile. Die dritte Aufgabe, der letzte Teil, ist einfach nur alles einsammeln, so wie meistens immer. Aufgabe 1. Fange 10 Geist-Pokémon. Und es gibt sogar Lichtel als Belohnung, nicht schlecht. Ein paar haben schon 100 daraus bekommen. Ist ja aus einer Quest, also relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass er gute IV hat. Glückwunsch an alle. Meiner ist natürlich schlecht. 8 großartige Würfe, da gibt es 1080 EP. Und dann, das hatte mich zuerst überrascht, aber es ist nicht so schwer. 108 Bären verwenden und dann kriegst du Zubiris. Und der kann shiny sein, eigentlich. Steht hier nicht, ist nicht angezeigt, aber an sich müsste es den auch shiny geben. Potenziell natürlich, nicht garantiert shiny. Und als Gesamtbelohnung gibt es 10 Bälle, 1080 Staub und 8 silberne Sanana-Bären. Ja, das mit den 108 Bären ist... nicht so schwer, man muss sich halt immer nur dran erinnern, weil meistens vergesse ich es einfach. Und ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich will die Bären lieber in Arenen verfüttern, damit die auf Gold kommen, aber da muss man halt jetzt durch. Verwendet man halt ein paar Sanana-Bären bei Taubsi und sowas von Leo. Lohnt sich ja auch. Dann Aufgabe 2. Fange 10 Unlicht-Pokémon
sollte kein Problem sein. Soweit bin ich noch gar nicht, weil ich muss immer noch die 108 Bären verwenden. Und jetzt kommt's, das ist verrückt, drehe 8 neue Pokestops. Alter, stell dir mal vor, du wohnst in einem Dorf, wo es überhaupt nur einen Stop gibt. Wo willst du da 8 neue Stops finden? Ich meine, ich habe auch das meiste gedreht. Klar, es gibt immer noch ein paar Stadtteile. Ich kenne auch noch ein paar Stops, die sind umgedreht. Aber sagen wir, das kommt irgendwann nächstes Jahr nochmal. Und dann nächstes Mal, übernächstes Jahr nochmal. Irgendwann gehen die neuen Stops aus. Also diese Aufgabe darf nicht zu oft kommen. Und dann fangen 108 Pokémon, ist okay. Als Belohnung gibt es Jan Musk, Makabaja auf Deutsch und natürlich Kliphook. Also unsere zweite Chance auf Kliphook. Das heißt, jeder hat jetzt 2, wenn er letztes Jahr gespielt hat. Das heißt, ihr könnt sie mir alle vertauschen, Leute. Gebt mir euren Kliphook. Letzte Aufgabe, einfach nur EP einsammeln und Bonbons und Staub einsammeln. Dann kommen wir zu den normalen Quests. Die sind nämlich gar nicht so schlecht. Es gibt 1, 2, 3, 6 neue Quests. Fange 5 Nebulak oder Schuppe. Und dann kriegst du einen Sneeble. Ihr wisst, Sneeble kann Shiny sein. Und Sneeble Shiny ist eigentlich auch erhöht. Dann fange 10 Geist-Pokémon für 1000 Staub. Das ist ein bisschen teuer. Entwickle 3-mal Drifflon oder den das Stinktier. Für einen Sonderbonbon ist okay, ist ein bisschen teuer. Ich meine, die kosten alle 50 zum Entwickeln. Wie viel kann man da entwickeln? Also ein Sonderbonbon ist, glaube ich, ein bisschen geizig dafür. 3 wären okay gewesen. Dann kommen 2 extrem interessante Quests. Die sind super saftig. Kann ich echt den Stempel drauf geben für super saftig. 3 fabelhafte Würfel hintereinander. Da gibt es diesen Goblet, wie auch immer der auf Deutsch heißt. Dieser eine Felsenmann. werde ich natürlich jagen. 509, 100%, kann man gebrauchen. Aus Quest relativ gute Chance, den zu bekommen. Und Makabaja, neu mit Shiny Chance. Und natürlich auch 100, 420 WP. Besiege ein Team Rocket. Kein Problem, mach je. Da bin ich eh momentan gerade hinterher. Letzte Aufgabe, letzte Quest. 5 Snapshots, 5 Fotos von Geist-Pokémon für ein Zubiris. Wie gesagt, der kann Shiny sein. Finde ich sehr gut, die Aufgaben. 2 Pokémon, die mich halt sehr interessieren und neu sind, die ich auf 100 brauche. Und das sind eigentlich 2 Pokémon. Oder zumindest eine, der ist aus dem 10er ein. Dass die halt direkt schon seltene 10er rausballern sozusagen. Die überrascht mich auf jeden Fall, verwundert mich. Normalerweise geizen die ja rum, damit wir mehr 10er und Eier brüten. Aber ist schon nicht schlecht. Weil den zum Beispiel, ich hab den noch nicht mal. Ich hab den noch nie gebrütet, ich hab nicht mal den Dex-Eintrag. Und jetzt kann ich einfach direkt so viele Quests machen, wie ich will. Von dem also schon eigentlich sehr überraschend. Und apropos seltene Sachen aus dem 10er. Lichtel spawnt auch vermehrt. Davon werde ich mir auch eine Menge gönnen. 100er Lucky Lichtel incoming. Dann haben wir die Raids. Ihr wisst Bescheid. Die Starter mit Kostüm in Shiny sind am Start. Das sind 1 Sterne Raids. Es gab eine Nachricht für Info. Muss ich mal kurz abchecken. Habe ich gelesen. Und zwar hier. Noch ein Bug. Bei Raids, bei denen Chigi, Gluman und so weiter drauf sitzen, kann es sein, dass der Raid nicht mit Halloween-Maske angezeigt wird. Diesen Raid nicht starten, sondern die App neu starten. Sonst kommt das Pokémon ohne Maske beim Fangen. Das ist leidend. Stadt, da gibt es übrigens immer noch Wild, aber ohne Maske, ohne Kostüm. Dann gibt es noch Traunvogel, Triflon und Klick immer noch. Ist okay. Level 2, Sneeble, Zubiris, Dunkiefer und Makabaja. Also Makabaja kann man machen, aber der ist jetzt nicht so selten, den habe ich schon sehr oft wild gesehen. Level 3, Alola Raichu immer noch, Gengar, Tohaido und Stinktier Weiterentwicklung. Ich meine, den bräuchte ich noch 100. Ich habe einen 98er Lucky, wo ich jetzt den jagen werde für 1347. Alola Knogger auf 4. Nach Targa. Und Despota. Viele haben gefragt. Despota kommt ja zurück. Gönnt euch 2191 und Absol. Dann natürlich 5er Darkrai und X-Ray zu Mewtwo. Und jetzt noch ein bisschen was zu Darkrai. Darkrai wurde nämlich erhöht, erschwert auf T6. Tier 6 Raid. Das ist so eine erfundene letzte Stufe. Weil zum Beispiel Mewtwo wurde erhöht und der ist jetzt anscheinend auch erhöht, aber das ändert nichts an den Kontern. 2136 ist 100%. Wetterboost bei Nebel 2671. Ja, der ist Unlicht. Dementsprechend Kampf ist gut, Machoma ist gut, Kapilz ist schnell, aber hält nicht so viel aus. Hariyama ist okay und Fee anscheinend. Fee gibt es natürlich Gardevoir, hatten wir ja jetzt letztens erst in C-Day und Togekiss. Andere Schwächen, Käfer. Euer Pinsir, Digga. Pinsir ist auch ein guter Konter. Steht zwar hier nicht drauf, aber ich sag euch, Pinsir ist auch gut. Vertraut mir. Ist nur 2 Wochen da. Und ja, schauen wir mal. Ich bin heute auf Raid Tour. Ja, kann euch eigentlich nur noch viel Glück, viel Erfolg wünschen. Viel Spaß beim Event. Ich wünsche euch eine Menge Shinies.
Es gibt natürlich noch die ganz normalen Shinies, also ganz normalen Geister und Unlicht-Pokémon erhöht. Pfiffchen zum Beispiel, Nebulak, Schuppet, Zwirrlicht, Zubiris, Traumvogel. Die spawnen natürlich alle erhöht in der Wildnis und die gibt es in Shiny. Zwirrlicht bräuchte ich noch, den Rest habe ich glaube ich alles. Und Zubiris ist noch zum Tauschen, der ist sehr begehrt. Wobei vielleicht nach dem Event nicht mehr so, weil dann haben mehr Leute den. Aber bisher ist er noch sehr begehrt. Ja, und das war's glaube ich, Leute. Wie gesagt, euch viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß. Immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.